So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer Folge von Mafia hier auf dem wunderschönen Kanal. Ich weiß, vielleicht soll ich ein bisschen mehr Multiplayer bringen, aber Mafia ist eine geile Story, finde ich. Ein geiles Spiel, was mich richtig gut macht. Und Detective Jim McCormick. Gut, Detective. Ich höre, Sie haben ein Problem mit Marcanos Drogendeals im French Ward. Mann, die ganze Stadt hat dieses Problem. Sein Untergebener Doc Gaston hat sich eingegraben wie eine beschissene Kakerlake und pumpt die ganze Stadt voll Gift. Und Doc Gaston finde ich wo? Wenn ich das wüsste, hätte ich ihn schon eingebuchtet. Der größte gottverdammte Drogendealer in dieser Stadt und keiner weiß auch nur das Geringste. Der Name Sal Marcano löst Gedächtnisverlust aus. Zum Teufel mit Sal Marcano! Der beste Hinweis, den ich habe, ist, dass einer von Gastons Lieferanten in die Stadt kommt und sich mit einem von Gastons Männern treffen wird. Ich komme nicht näher ran, aber Ihr Freund sagte, Sie könnten gut Informationen aus Leuten rauskitzeln. Mal sehen, was ich tun kann. Haben Sie keine Scheu, unter Doc Gastons Jungs ein bisschen aufzuräumen? Ist vielleicht der einzige Weg, Sie zum Reden zu bringen. Straßenniederlag. Gaston Stieler verticken Rauchgift in der ganzen French World. Erlegen sie und nehmen ihr Geld an sich. Gut. Erstmal hallo wieder. Willkommen hier zu einer neuen Folge von Mafia, habe ich ja schon gesagt. Mir wurde zwar jetzt empfohlen, machen wir ein bisschen mehr Multiplayer. Ich habe versucht heute Battlefield aufzunehmen. Battlefield hat aber irgendwelche Probleme aufgenommen zu werden. Ich weiß nicht aus welchem Grund. Ich kann nicht mit OBS aufnehmen. Ich kann nicht mit Nvidia GeForce aufnehmen. Also mit Shadowplay. Ich weiß einfach nicht, woran es liegt. Und deswegen habe ich mir gedacht, gut, okay, nehmen wir jetzt hier ein bisschen auf. Ich habe nämlich heute schon recht genug aufgenommen. Ich habe Portal aufgenommen. Was habe ich noch aufgenommen? Ich habe Portal aufgenommen. Ich habe Shellshock aufgenommen und ich habe dann wäre es das andere Spiel aufgenommen. Rocket League aufgenommen. Und ich muss mal gucken, wie ich das jetzt alles nach und nach wieder verticke. Zum Glück kann ich ja hier noch ein paar Tastenkombinationen. Mafia ist ja sowieso ein Spiel, was ich nicht so oft spiele. Mann. Ich hab's noch nie. Pfeifen vielleicht. Alter. Ich habe noch nie mal Waffen. Ich habe noch nicht mal Munition hier mit, wie soll denn das? Also das heißt, ich muss mir ja Munition klauen. Ich habe hier gar nichts. Ach du Scheibengleister. So, der ist tot. So. Oh mein Gott, ich hoffe, das war's jetzt. Das war jetzt sehr, sehr riskant, um die Munition hinzugehen. Oh, hier liegt Geld. Oh mein Gott. Notiz lesen. Das verdammte Hiwi läuft immer wieder hier rum und verursacht sein Gras verkaufen. Ihr Jungs werdet ihm ganz, ganz deutlich machen, dass niemand seine beschissenen Drogen in meinem Revier verhökert. Nee, ich möchte hier das Geld noch einsammeln.
So, nochmal so 5000 Schaden gemacht. Gibt es hier noch irgendwas, was man sich holen kann? Nö. Ich werde mal hier die Waffe nehmen. Und vielleicht jetzt noch ein bisschen was an Muni da, aber das wird aber auch mir nicht viel weiterbringen. Gut, ich würde mal sagen, wir sehen... Ja, sehen wir uns gleich wieder. Ich will mal ein bisschen noch reden. Wie sieht denn das jetzt einfach weiter, eigentlich weiter hier auf meinem... Wie, dann nehmen wir das Leben noch genau? Ach, wir fragen, okay. Wie sieht das eigentlich jetzt weiter auf meinem Kanal aus? Man merkt doch schon, es wird sich jetzt in nächster Zeit ein bisschen was ändern. Ich habe jetzt versucht, Thumbnails zu erstellen. Ich habe jetzt versucht, einige Sachen zu machen. Ich habe versucht, ein bisschen rumzuschneiden. Ich habe schon einiges versucht. So, und dadurch, dass ich ja jetzt bald arbeiten gehe, oder... beziehungsweise anders arbeiten gehe, weiß ich nicht, wie ich arbeiten gehe. Deswegen nehme ich ja jetzt noch im Moment ein bisschen auf. Ja, cool. Ach, wir hören so ab. Ich brauche kein... Hier gibt es ja, glaube ich, kein Geld, was zu holen. So, da sind wir jetzt beim nächsten Ziel. Ich bin mal gespannt, ob das hier ein bisschen schwerer wieder wird. Wir haben ja wieder jemanden zu befragen. Eigentlich sind diese Sachen recht einfach. Die Eintreiber vom Boss sind unterwegs und sammeln. Sie bringen das Geld immer in ein Geheimversteck. Natürlich wieder anwerben. Weil so wichtig habe ich das Geld jetzt auch hier nicht. Will was Geld hier einsammeln, das geht ja immer, oder? Okay, dann sollen wir sammeln. Also es sind rote Wagen. Okay, jetzt sind wir mal gespannt, ob da wieder was entgegenkommt. Was haben wir jetzt noch? Wir haben... Ne, das ist ein bisschen weiter weg. Das kriegen wir aber trotzdem noch hin. Okay, man merkt jetzt, leckt das gerade ein kleines bisschen bei mir. Und ich habe auch Polizei vor mir. So. Gerade ein bisschen Schaden noch gemacht, weil den muss man wieder mal töten. Ich weiß nicht warum. So, aber jetzt muss ich mal aufpassen, vor der Polizei abzuhauen. Die treffen sogar recht gut. Oh mein Gott. Ey, ist das wieder was Rassistisches, das Spiel, oder? Komm, ich will sterben, ich will sterben. Hier, lass mich aus. Lass mich sterben, lass mich sterben. Und die Mama, ich habe sehr viel Geld mit. Scheiße! Ich habe jetzt auch... Ich habe jetzt... Ah, 14.000. Über 14.000. Wie viel habe ich jetzt verloren? 19.000. Ich finde diese Bilder, finde ich jetzt richtig geil gemacht. Ich finde die ein bisschen malerisch als vorher. Also Qualität irgendwie mehr. Ich weiß nicht, ob das hoch oder runter gestuft ist. Ich finde aber diese Bilder, finde ich einfach jetzt viel besser auf einmal. So, 19.200 Dollar verloren. Das ist sehr, sehr viel Geld. Was ich jetzt mal wieder verloren habe. Wie können wir, hier können wir gleich anrufen, genau.
Also wir brauchen jetzt Cressilia, wir brauchen... Oh, das ist doch schon ein schöner Wagen. Oh! So. Zuerst geben wir das Geld weg. Und jetzt holen wir uns die Munition wieder mal voll. 111.000 haben wir mal wieder. Das ist doch mal was richtig, richtig Schönes. Was haben wir hier? Drogen, das Böse ist erwacht. Überfalle das Bootshaus. Ja, wir müssen das Bootshaus jetzt über Drogenboot. So, wir haben jetzt hier ein Fahrzeug, was wir folgen sollen. Also, das lasse ich mal ein bisschen vorgehen. Es leckt gerade im Hintergrund, weil ich ein Video habe, was ich gerendert habe. Oder was gerade fertig ist mit Rendern. Ich bin mal gespannt, wie lange wir jetzt hier hinterherfahren müssen, weil ich habe keine Lust, eine halbe Stunde hinterher zu fahren. Das ist eigentlich schon recht interessant, weil wenn man so jemanden verfolgt, dann ist es doch eigentlich schon auffällig, oder? Für 4.500. Oh. So, mal gucken, ob sich das gelohnt hat, hier nochmal ein bisschen die Polizei zu bestechen. Ja, hundertprozentig. Noch 2000 Schaden, die wir hier irgendwie machen sollen in dem Geschäft und dann sind wir auch schon hier wieder fertig. Das passt doch. Also sind wir jetzt mal schnell beim Bootshaus schon mal. Das ist ja nicht weit gewesen jetzt gerade. Gucken wir mal, was uns hier eigentlich jetzt alles passiert. Gehen wir mal auf F. Also müssen wir hier vorne wieder einbrechen. Da hat auch jemand rumgeschrien. Oh, das ist wieder einfach. Oh. Falsche Taste. Zeit für dich noch eine Runde zu spielen, damit ich mein Geld zurückgewinnen kann. Ach, es sind auch Gegner, okay. Was schon? Reden, Big Jim. Das war's schon, okay. Gibt's hier vielleicht nochmal ein bisschen Geld? Weil eigentlich soll ich ja hier noch was zerstören.
Machen wir es mal so und gehen mal wieder weg. Weil ich glaube, das war's, was man auch. So, meine Damen und Herren, mein Leiter hat meine Aufnahme gerade abgebrochen. Ich hoffe mal, ihr habt noch alles mitbekommen. Im nächsten Part gehen wir zum McCormory, zu Big Jim McCormory und gucken mal, was dann passiert. Dann wird wohl sagen, okay, fahrt dort und dorthin und dann tötet den und dann mal sehen, was dann passiert, wenn wir dann das hier alles geben. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Sagt euch, wenn ihr so wollt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht, Daumen nach unten, Kommentare schreiben. Dann ciao, ciao.
So, meine Damen und Herren, leider hat meine Aufnahme gerade abgebrochen. Ich hoffe mal, ihr habt noch alles mitbekommen. Im nächsten Part gehen wir zu McComery, zu Big Jim McComery und gucken mal, was dann passiert. Dann wird wohl sagen, okay, fahrt dort und dorthin und dann tötet den und dann mal sehen, was dann passiert, wenn wir dann das hier alles geben. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Sagt euch, wenn ihr das so wollt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht, Daumen nach unten, Kommentare schreiben. Dann ciao, ciao.